Hallo und willkommen. Heute möchte ich euch mal Lightning Wallets vorstellen, und zwar drei Stück. Als erstes nehmen wir mal das Wallet of Satoshi, ein wirklich gutes Einsteiger-Wallet. Ja, sehr einfach zu bedienen und für das Wichtigste im Lightning vollkommen ausreichend. Lasst euch nicht beeinflussen über diese Rezession. Das liegt vermutlich daran, dass diese Einstiegsgebühren, wenn man das erste Mal Lightning kauft, relativ hoch sind. Aber wie gesagt, wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die euch ein paar Lightning Sats schicken können, dann ist es auch wesentlich günstiger. Ja, das nächste wäre dann halt das Blue Wallet, ein wirklich sehr umfängliches, also wirklich ein sehr gutes, aber trotzdem noch einfach zu bedienendes Wallet. Und dann haben wir noch das Telegram Chatbot LNTX. Das zeige ich euch gleich. Also wer Telegram hat, hat auch gleichzeitig ein Wallet on board, muss es nur aktivieren. Wir fangen mal an mit Wallet of Satoshi und installieren das. So, jetzt öffnen wir es. Und starten es. So, jetzt haben wir ein Wallet auf unserem Handy. Er zeigt uns noch hier etwas an. Und zwar geht es darum, dass wir ein Backup erstellen können. Das können wir in Form einer E-Mail machen. Das machen wir jetzt auch einmal. So, gehen dann auf Login. So, und jetzt schickt er uns zu unserer E-Mail-Adresse zwei Wörter, die wir hier eingeben müssen. Die hole ich mal eben. So, die beiden Wörter sind Index und Barbara. So, immer auf Login. Und wunderbar, wir haben unser Wallet eingerichtet. So, jetzt füllen wir erstmal mit Satoshis, wenn wir jetzt keinen Freund oder Bekannte haben. Verwandte, die einen ein paar Satoshis schicken können, kann man hierüber welche kaufen. Das mache ich auch gleich mal. So, wer möchte, kann es bei 300 Euro belassen, wird dann aber gleich noch nach KYC, also nach einem Personalausweis oder dergleichen, gefragt. Ich mache das für den Test jetzt erstmal auf 30 Euro, ist für den Einstieg auch ganz gut. Gut, so, gehen auf weiter. So, und jetzt fragt er mich nach dem Verifizierungscode. Den schickt er mir noch zu, den gebe ich gleich. So, der Code lautet 1031. Das ist also die KYC-Lite-Version für Moonpay. Wenn man jetzt mehr als 30 Euro, dann müsste man mit Personalausweis verschicken. So, ich möchte Neuigkeiten. Nein, ich möchte keine Neuigkeiten erhalten. So, fortfahren. Hier muss man jetzt die Zahlungsart angeben. Hier ist jetzt nur für mir Kreditkarte Visa verfügbar. Hier werden die Daten eingegeben, sofern sie nicht schon eingegeben wurden beim MoonPay mal mit der hinterlegten E-Mail-Adresse, also die Adressen. Dann gehe ich auf Fortfahren. So, und hier einmal die Kartennummer und Ablaufdatum und der Sicherheitscode und dann auf Fortfahren. Das mache ich jetzt mal eben. So, jetzt wird nochmal bestätigt. Ja, es wird mir gesendet zu dieser Adresse. Du erhältst, das sind Grundkosten 30 Euro in Gebühren, Anzeigen. So, hier Bearbeitungsgebühren und Netzwerkgebühren. Es ist natürlich für so eine kleine Transaktion relativ viel und ich glaube, deswegen sind relativ viele enttäuscht. Aber ob ich jetzt 30 oder 50, 500 Euro, ich glaube, die Bearbeitungsgebühren sind ähnlich und die Netzwerkgebühren, das ist die Transaktionskosten, werden auch ähnlich sein. Insofern ist es natürlich für kleine Beträge teuer, für große Beträge macht das gehen. So, und zum Ausprobieren sind 7 Euro ja auch erstmal okay, um da mal ein bisschen weiterzuschauen. So, ja, jetzt kaufen, sage ich.
So, ich habe jetzt die Info bekommen, dass die Authentifizierung läuft für mein MoonPay. Das heißt, ich muss es jetzt erstmal einmal bestätigen auf meinem Bankkonto, dass das passt. So, die Authentifizierung ist erfolgt. Zurück zum Händler. Fast fertig, der Auftragsnummer, die Grundkosten und die Gesamtkosten. Und jetzt steht hier unten Verarbeitung der Transaktion. Wir kaufen gerade ein Krypto. Dein Krypto, das dauert zwischen ein paar Minuten und einigen Stunden. Vielen Dank für deine Geduld. Also es liegt ja daran, dass halt die Bitcoins ja noch zu denen transferiert werden und dann werden sie im Wallet angezeigt. So, okay, dann machen wir jetzt weiter und zwar installieren wir mal das Blue Wallet, während das Satoshi Wallet auf Satoshi noch dauert. So, ich habe das gerade mit Blue Wallet mal probiert, habe aber festgestellt, dass er nicht immer alles auf diesem Capture Screen anzeigt und deswegen habe ich noch ein drittes Handy reingeholt, das mir den Bildschirm abfilmt hier parallel. So, dann gehen wir mal hier auf Öffnen. So, jetzt installiert er das. Also dieses mit dem Nicht-Anzeigen, das hat er mit Sicherheit aus sicherheitstechnischen Gründen, damit man das nicht irgendwelche Malware, das ja, die Private Keys da auslesen kann. So, da gehen wir erstmal auf ein neues Wallet anlegen, Add Wallet. Das erste Wallet nennen wir mal Bitcoin. Bitcoin, klicken hier an, sagen Erstellen. Wunderbar, wie gesagt, hier zeigt er mir das jetzt nicht an, aber hier sieht man es. Auf jeden Fall, das sind die 12 Wörter, die ich mir aufschreiben muss. Das ist meine Sicherung, mit denen ich das Wallet wiederherstellen kann. Jetzt gehe ich mal immer auf OK. Wunderbar. So, jetzt haben wir erstmal das erste Wallet hier angelegt. Wir können da mal kurz reingehen. So, und hier kann man auch die jetzt Bitcoin empfangen. Jetzt fragt er dich, ob du die Passphrase aufgeschrieben hast, also die 12 Wörter, ja, haben wir. Und ob du benachrichtigt werden möchtest, wenn da neue Transaktionen reinkommen. Und wunderbar. So, und hier ist jetzt die Adresse, zu dem wir die Bitcoin schicken können. Soweit, so gut. Gehen wir wieder zurück. Und einen Schritt weiter. So, na, so. So, hier können wir nämlich jetzt das nächste Wallet hinzufügen, und zwar ein Lightning Wallet. Das machen wir jetzt mal. Lightning. So, und sagen erzeugen. Auch hier wieder, es zeigt es mir hier nur schwarz an, aber da steht praktisch die Daten zu dem Wallet und das ist auch so der Backup, mit dem man dieses Lightning Wallet später wiederherstellen kann. So, das haben wir gemacht. Wunderbar. Ja, als nächstes könnte man hier zum Beispiel noch ein Multisignatur-Wallet anlegen. Das heißt, wenn man jetzt einen Ledger und eine Bitbox hat, könnte man zwei von drei Multisignatur-Wallets anlegen. Ist aber ein bisschen komplizierter und wenn man das nicht richtig macht, verliert man nachher auch Zugriff auf seine Sats. Also lieber erstmal noch nicht machen. Da muss man schon ein bisschen mehr verstehen von dem Ganzen. So, und dann gibt es halt noch diese Import-Wallet-Funktion. Das ist eigentlich ganz gut. Da kann man zum Beispiel 12 oder 24 Wörter reinschreiben, importieren. Oder man kann auch scannen von anderen Wallets. Also LNTX-Bot kann man importieren. Man kann Paper-Wallets importieren als Read-Only, also Watch-Only oder halt zum Ausgeben sogar. Also ist sehr, sehr multifunktional, das ganze Blue Wallet. Ja, soweit erstmal zu dem Blue Wallet. Jetzt gehen wir rüber zum LNTX-Bot. Ja, wer Telegram hat, hat auch sozusagen schon den LNTX-Bot on board. Und zwar geht er einfach unter Suchen. LNTX-Bot.
So, und wir haben hier gleich als erstes hier oben. So, das ist unser Bot. Den können wir einmal starten. Das dauert einen kurzen Moment und dann zeigt er einem sämtliche Informationen. Ja, hier ist eine kleine Beschreibung, eine Kurzbeschreibung. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert der? Und man muss immer Schrägstrich und dann Invoice, um eine Invoice zu erstellen, um Geld zu empfangen. Und ja, es gibt so ein paar, ja, man kann so ein paar Spiele damit machen. Das ist eigentlich ganz interessant. Und vor allem wichtig ist es, dass man in den Gruppenchats so ein bisschen kleinen paar Tipps, also ein paar Satoshis, Tipps geben kann, jemanden anderen. Ja, okay, jetzt haben wir ihn gestartet. Man kann hier über Help-Funktion gibt es noch so ein paar, welcher Befehl was macht, wie er zu verwenden ist. Und ja, dann haben wir den jetzt auch aktiviert, den NTX-Bot. Wir gehen jetzt mal rüber zum Lightning Wallet vom Blue Wallet und möchten den gerne einmal füllen mit Satz. Ja, ich habe sie mir aufgeschrieben und ich sage mal, ich möchte jetzt 1000 Satz haben. Create Invoice. Das ist jetzt meine Invoice, die ich mit Blue Wallet erstellt habe. Jetzt gehe ich zu meinem Wallet of Satoshi und schau, dass ich den einmal einscanne. So, wollen wir 1000 Satoshi schicken? Ich sage ja. So, wir hoffen, dass er eine Route findet. Ja, wunderbar, er hat eine Route gefunden. Jetzt machen wir das gleiche mal von unserem LNTX-Bot. Der möchte auch, deswegen sagen wir ja auch noch. Da, wo ist er jetzt? Dieser Invoice. Erstelle eine Invoice und ich sage auch mal, da sind wir mal 5000 Satoshi. So, er zeigt sie mir hier an. Ich kann sie auch wieder scannen. So, ja, okay. Hey. Wunderbar. So, jetzt möchte ich zum Beispiel das gleiche nochmal, oder ich sag mal, ich möchte vom Lightning senden. Das heißt, ich muss hier erstmal einmal eine Invoice erstellen. Das geht wieder mit Invoice. Und ich sage mal, sollen wir mal 100 Satoshis schicken. Dann gehe ich zu meinem Handy und sage, so, ist er. Senden. Na, das Kabel ist ein bisschen zu kurz. So, jetzt scanne es ein. So, er hat es eingefügt. Ich sage senden. Wunderbar. Auch hier hat er die 100 Satoshi gesendet. Der LNTX-Bot hat es empfangen und ja, das funktioniert ja schon mal sehr gut. Man kann natürlich auch die Wallet Balance einmal testen. Das machen wir mal mit dem Befehl Balance. So, da steht da auch schon. Und er sagt mir jetzt, ich habe 5.100 bzw. 5.075 noch verwendbar, weil ein Teil sind Gebühren. So, jetzt möchte ich einmal zum Wallet of Satoshi wieder etwas zurücksenden. Das geht hier rüber, gebe hier den Betrag ein, den ich empfangen will. Sag mal, hier sind 2.000. Sage dann. So, kopiere mir einmal die Invoice. Gehe mit der Wallet, mit der Invoice rüber zum LNTX-Bot. Brauche ich einfach nur reinfügen, sage Enter. So, soll ich 2000 bezahlen? Ja, das sollst du. So,
Jetzt sind sie gesendet und jetzt müssen wir kurz warten. So, er sagt jetzt, er hat es bezahlt, aber schauen wir mal. Ach ja, wunderbar, ist schon angekommen. Welche Funktion ich auch noch ganz spannend finde bei diesem LNTX-Bot ist halt die Blue Wallet-Funktion. Und zwar, wenn man hier schaut unter Help, dann findet man hier unten, es gibt ein Blue Wallet. Das ist sozusagen, man kann diesen LNTX-Bot in Blue Wallet importieren. Das machen wir einmal. Blue Wallet. So, das ist jetzt eine LND-Hub-Adresse. Die kopieren wir uns einfach mal. So, gehen einmal zurück. So. Wir importieren jetzt dieses Wallet oder diesen Hub-Adresse. Wenn ich jetzt hier auf Import gehe, dann kommt gleich wieder ein schwarzer Bildschirm. Dann scanne ich den Barcode hier ein. So, das mache ich jetzt einmal kurz. Gehe dann da drauf. Import, ja. So hat er mir erfolgreich importiert und jetzt sagt er mir, jetzt hat er mir meinen LNTX-Bot importiert. Den kann ich noch einen Namen geben. Moment, das ist ja einmal kurz anklicken. Hier LNTX-Bot. So, save. Ja, diese 3094 müsste ich auch, wenn ich hier gucke, Balance. Ja, das sind sie im Endeffekt. Also jetzt kann ich das Blue Wallet verwenden, um Satz zu senden und zu empfangen. Und das kann man mit mehreren Sachen machen. Das kann man dann auch mit Paper Wallets machen und ja, ja, nur betrachten oder halt zum Senden und Empfangen. Das ist eine ganz sehr, sehr gute Funktion davon auf jeden Fall. Ja, so, jetzt versuchen wir mal reell was zu kaufen. Dazu hole ich mir aber erst noch mal die Satz vom Wallet of Satoshi rüber zum Lightning. Und ich sage hier zum Beispiel, man kann auch in Euro angeben. Ich hoffe 27, das ist okay. 27 Euro sind so und so viel Bitcoin. Das könnte passen mit unseren 90.000. Ich probiere es mal. So, jetzt erstellt er eine Invoice. Ich versuche sie mal mit dem zu bezahlen. Ja, sieht gut aus. Sage Pay. Und wunderbar, hat bezahlt, sehr gut, ist angekommen, gesendet, ja, sagt mir noch mal extra, dass es angekommen ist. So, ja, jetzt haben wir hier die 87.000 Satz. Damit schauen wir jetzt mal, ob wir was kaufen können. Und zwar gibt es Bitriffel. Das schauen wir uns mal kurz an. So, live on Crypto. Da kann man auf jeden Fall mit Kryptos diverse Sachen einkaufen. Unter anderem zum Beispiel hier Amazon, Mediamarkt, Google und dergleichen. Die haben auch Lebensmittel von Rewe, machen sie. Games, verschiedene Sachen. Travel sehe ich gerade. Ja, Flixbus, Reisen. Entertainment, Netflix kann man damit bezahlen. Gifts, noch ein paar Sachen. Und Telefongeschichten noch. Irgendwo war da Prepaid, genau, die hatte ich noch gesehen, ja. Ja, also es gibt einiges, was man hier machen kann. Ich suche mir jetzt mal hiervon zum Beispiel, mache ich mal Google Pay. Versuche ich mal und das müsste noch gerade so passen. Probieren wir es einfach mal aus. Ich add den mal dazu. Ja, check out. Mal gucken, was er jetzt sagt. So, die soll ich. E-Mail-Adresse, da gebe ich ihm kurz meine E-Mail-Adresse ein.
So, kein Newsletter, Alfred. Ja, ich habe sie gelesen. So, und hier kann ich auswählen, womit ich bezahlen möchte. Und ich möchte hier mit Lightning bezahlen. So, jetzt sagt er mir, genau, ich probiere es mal, ob ich damit bezahlen kann. Ich gehe mal, hier haben wir den, sage dann Send, mal gucken, scannen. Er hat ihn eingetragen, sieht gut aus, wir probieren es mal, Pay. Und das sieht doch gut aus. Also, es geht super schnell. Alles vom Feinsten. Und jetzt müssen wir nur noch gucken. Ich habe sogar ein paar Satz verdient. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Also, hier unten ist auch mein Gutschein. Den kann ich dann einlösen. Den Link kann ich kopieren. Also, Lightning funktioniert.